Upsala. Ich habe gerade meine Aufnahme gestoppt und gleich wieder angeschmissen. Oh Gott. Oh, kotzt mich das an. Kann ich verstehen. Ich bin unterwegs. Und helfe dir. Ich ziehe übrigens 60 Minuten durch. Wie lange hast du denn das jetzt schon durchgezogen? Oh, könnte ich gerade kotzen. 20 Minuten hast du nichts mehr gesprochen. Ah, ist schon viel ruhiger, ne? Hast du genug Essen? Ich hab, dabei, ja. Bixe. Da noch, glaube ich, rechts dran vorbei, oder? Nee. Nee. Hier hoch? Nee. Ja, es wird voll laufen. Okay. Oh, gut. Tja, so Fabio, wo bist du gestorben? Ich bin doch weiter weggelaufen, also in andere Richtung. Ich war mir jetzt ganz sicher. Nicht ganz sicher. Alter Schwede, ich habe keine Ahnung, wo du hin bist. Oh, fuck! Oh, da geht jetzt nur ein Block hoch. Ich dachte schon, ich fall jetzt runter. Hier runter? Nee, da bin ich eigentlich nicht reingefallen. Hier ist aber Lava. Nee, da bin ich aber nicht reingefallen. Oh, hier ist ganz schön. Das Eisen. Hier bin ich reingefallen. Warte, ich baue mich zu dir. Da runter! Da waren die Wichser. Warum baust du dir auch einen Weg auf? Oh! Ja, du kleiner Penner, ha? Du bist auch fast reingefallen, ne? Alter! Fuck! Aber warum bist du da runtergesprungen? Ich bin nicht gesprungen, ich habe halt abgebaut vor mir und dann ist halt einfach die Lücke da gewesen. Mann. Und du bist ins komplette Lavasee gefallen da. Nee, ich bin nicht rein, ich bin auf den Boden geklatscht und dann kamen halt sofort die Zombies und die haben mich halt da voll reingeboxt. Hier. Aber wo immer wir jetzt sind, ja, da unten. Da unten? Aber da ist kein Steg raus. Warte. Sicher, dass es hier war. Da ist es. Da. Ah, da hinten. Es liegt nichts mehr drauf, nur. Das war irgendwie klar. Das ist bitter. Nein, auf dem Steg kann oft was liegen. Ja, guck mal, ich baue mich hier hin und... Warum auch immer, ey? Du hättest dich einfach... Ja, das ist wirklich ganz komplett. Von wo kamen die? Die haben 3 Schaden pro Schlag gemacht. Gott, ja, das ist bitter. Ja, normal. Warte mal, ich geb dir jetzt ein bisschen was. Scheiße. Doch. Na, brauchst du nicht, ich mach mir dann. Hast du noch genug Eisen und so? Na, Eisen nicht, dann geh ich halt nochmal irgendwie. Ja, Eisen geb ich dir jetzt ein bisschen. Warte. Ich baue schnell hier. Oh. Warte. Geil. Hier, hast du ein bisschen Eisen. Ich baue es mir einfach hier wieder ab. So. Okay. Ja, du kommst wieder raus? Ich hoffe. Hoffe ich auch. Ach da. Ah, okay. Hab's. Bist du hin? Ich brauche hier noch ein bisschen Eisen ab. So. Ah, ich sollte dir vielleicht folgen, weil ich habe keine Ahnung, wo es rausgeht. Warte! Ja, jetzt kannst du dich eigentlich eh nicht mehr verlaufen. Ich komm trotzdem mit. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, Eisen abzubauen gerade. Ja. Juhu. Okay, passt. Ich baue noch ein bisschen Kohle ab. Hier gibt's zu viel Kohle. Man hört dich rumhauen. Pirmchen ist wahrscheinlich die ganze Zeit gerade auf K gewesen, weißt du? Deswegen redet er nicht. Wahrscheinlich hat er sich währenddessen ein paar Mal Wein runtergeholt und so. Bin ich mir ziemlich sicher. Oder wie sieht's aus, Pirmchen? Ich hab's da nicht geschlagen, du. Ja. Sein Zimmer gestrichen. Oh, ich wollte irgendwas ansprechen. Ah. Wen meinst du jetzt, Simon oder mich? Mit streichen oder irgendwas anderes? Ja, ich würde mein Zimmer gerne streichen. Ich streiche mein Zimmer auch ziemlich oft, muss ich sagen. Also ich finde das auch dann anziehend, wenn mein Zimmer neu gestrichen ist. Also streichst du mal täglich dein Zimmer oder? Also ich streiche eigentlich fast täglich mein Zimmer. Was? Du nicht? Warum? Du nicht, Fabio. Oh Gott. Oh Gott. Oh, hier sind Skeletter. Alter, ich würde so gern irgendeinem Creeper in die Arme laufen, ohne Spaß, das war jetzt... Oh Gott. Warum? Was willst du denn vom Creeper? Die killen dich nur. Ja, ich weiß. Weil das einfach nur... Oh, Facepalm. Ach was. Gott. Du bist so krank im Kopf. Ja, ist das nicht. Außerdem ist das gar nicht krank. Das ist ein normales menschliches Bedürfnis. Upsala. Juhu.
Aber damit streicht man nicht Wände. Es gibt Flecken. Ja, weiß. Zu Flecken. What the fuck, was ist denn das für eine riesen Höhle hier eigentlich? Wohin führt diese Höhle? Irgendwie ist das gerade ziemlich cool. Bei dir geht in Richtung mir voll die Riesenhöhle. Das ist... Ich weiß auch nicht, wenn Pyramid schreibt, weiß ich meistens manchmal nicht, wen er jetzt damit meint, weil wir dann irgendwelche Gespräche haben und dann schreibt er irgendwas und denke ich mir, hä, wen meint er jetzt? Meistens wahrscheinlich mich, weil ich einfach ein perverses Schwein bin. Oh. Das wussten wir ja schon immer. Ja, pff. Ich kenne Leute, die sind perverser. Dup. 90 und 1184. So. Und essen. Ach ja. What the fuck, warum hab ich gerade... Da oben ist ein Skelett. Ich denke mir gerade schon, what the fuck, warum kriege ich gerade Schaden? Aber dabei ist dann Skelett, was unglaublich viel Schaden macht. Alter. Ich dachte gerade schon, what the fuck, was ist das jetzt für ein Bug? Ich krieg die ganze Zeit Schaden und isst auch schon was, weil ich nur noch so wenig Essen hatte. Na, der Weh. Der Weh ist ein böses Skelett. Räusper. Räusper. Pienchen? Wie lange mussten du das noch durchziehen? Oh! Es kommt keine Antwort. Ich bin gerade nur einmal im Kreis gelaufen. Nee, der schreibt da jetzt nicht mehr, der, weil ich ja gesagt habe, dass ich teilweise nicht weiß, was der Trainer dann damit meint. Deswegen schreibt er jetzt auch nicht mehr. Jetzt kommt, jetzt muss er uns bald tafeln, also jetzt platziert er mal Schilder vor unseren Häusern und damit zeigt er uns, wen er meint. Ja. Ist das schön. 90. Was habe ich denn für Koordinaten aufgeschrieben? 90, 30. 30 ist in diese Richtung. Hä? What the? Und was habe ich noch aufgeschrieben? 48. 90, 30, 48. Ist irgendwo hier. Nee, ist weiter drüben. Irgendwo hier. Räuspern. Er ölt seine Stimme wieder. Ja. 40. Hä? 30? 49. Lol, die geht doch nicht wirklich in den Berg hier rüber. Alter, wie cool ist das denn? Das ist ja cool. Das muss ich jetzt gleich mal kurz nachgucken. Ich bin gerade zu einer Höhle nachgelaufen. Die geht voll schön im Kreis und so. Und jetzt geht die auf die andere Seite von dem Berg. Und da will ich jetzt hinschauen. Do this. Yeah, I doing it. I'm doing it. Oh, ich bin zu tief. Eins noch hoch. Noch ein höher. Das ist jetzt zwar gar nicht das, was ich in dieser Folge vorhatte, aber ich habe da jetzt gerade ziemlich Lust drauf einfach. Ach, Simon. Ja, Fabian. Das ist eigentlich ein bisschen so dein Weg. Das ist voll der Umweg zwar, aber das ist sau cool. So. Den würde ich eigentlich, das würde ich dir fast raten, den so zu bauen. Das ist voll geil, du. Dann hier so rüber. Oh! Alter, das ist richtig fett. Ich fände das richtig cool. Man läuft da zwar ziemlich lange, aber es ist ziemlich schön. Mm. So. Zweiter Anlauf, nur diesmal ohne Sterben. Ja, das würde ich dir auch raten. Denn es ist verpönt, bei uns zu sterben. Ja.
Aber ich bin oft genug gestorben, also darf ich eigentlich gar nichts sagen in der Richtung. Ich bin aber auch in sehr unglücklichen Situationen, wie du gerade auch hingekommen. Das ist natürlich immer ungünstig. Eine Wichse. Könnte ich mich sauber drüber ärgern, ey. Das kann man auch verstehen. Fuck, ich müsste jetzt eigentlich ein paar Sachen machen. Aber ich will eigentlich lieber diesen Weg bauen. Fabio, willst du auch diesen Weg bauen? Soll ich dir diesen Weg bauen? Doch, ich baue den jetzt. Oh, da war ein Creeper. Kannst du gerne so ein Übergangsding machen auch. Ja. Das ist ziemlich cool. Ich wäre gerade fast gestorben, what the fuck. Ja, das ist jetzt... Das ist eigentlich ein Umweg, aber ich finde den Umweg schön. Okay. Das ergibt natürlich viel Sinn. Aber genau. Nicht alles, was Sinn ergibt, ergibt Sinn so. Ach ja. Genau. Sehe ich auch so mal. Was könnte ich denn erzählen? Lass mich mal. Aber da gab's doch mal so einen Spruch mit Sinn. Warte. Das will ich jetzt irgendwie. Naja. Es gibt einen Sinn in der Sinnlosigkeit, obwohl der Sinn in der Sinnlosigkeit noch sinnlos erscheint. Es gibt einen Sinn in der Sinnlosigkeit, obwohl der Sinn in der Sinnlosigkeit noch Sinn... Nein. Noch sinnlos erscheint, ja. Nein. Mir macht schlecht. Fuck, was mach ich jetzt? Fick dich! Creeper! Nein! Geh weg. Verschwinde. Fabio, habe ich dir eigentlich Eisen gegeben? Also geschmolzenes Eisen, ja. Oder... Nicht geschmolzen? Zum Brennen noch. Zum Brennen noch, okay. Weil irgendwo habe ich dann mein Eisen liegen lassen. Fuck. Das ist der dreckste Zombie, du. Da-dam-da-dam. Das geht ein ganz toller Verbindungsweg. Ein bisschen Cobblestone mitgenommen. Für Stufen. Dann gehen wir Holz farmen. Dann haben wir endlich einen Verbindungsweg von mir zu dir. Also, naja, er geht eigentlich nur ins Tal rein, aber ziemlich cool. Da muss man wenigstens nicht jedes Mal Wasser paddeln. Kann da schwimmen? Sehen wir uns eigentlich irgendwann nochmal wieder oder bist du jetzt nicht mehr in der Schule? In welcher Schule? Ach so, doch! Genau. Sollen wir aber leid. Wir haben uns letztens nämlich, sind wir aus dem Zug ausgestiegen, kurz um das zu erzählen. Und wir haben nicht gewusst, dass der andere mit dem gleichen Zug fährt. Und dann ganz am Ende haben wir uns gesehen. Was natürlich. Du hast mich gesehen. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen, ja. Und mein Zug ging dann. Ich hab zu spät reagiert. Du warst halt nicht aufmerksam, denn du bist so unaufmerksam. Ja, teilweise gehen die Leute an mir vorbei und dann. Warum schießt du mich nicht? Ich bin ja, so wichtig. Ja, kann ich wohl verstehen. Wenn man konzentriert ist oder an irgendwas anderes denkt. Also, es war heute gestern ziemlich lustig. Ich arbeite als Installateur. Und ich sollte die Wasserwaage holen. Und also, ich sollte was aus dem Auto holen. Die Wasserwaage, ne? Dann... frage ich noch, ob wir irgendwas anderes brauchen. Wir denken beide nach. Fällt uns nochmal ein. Blub. Dann will ich runtergehen. Dann fragt er mich so, was wollten wir jetzt nochmal aus dem Auto? Und dann hatten wir... Fuck, jetzt habe ich das Falsche gecraftet. Fuck. Du craftest im echten Leben. Nein. ich muss mir doch... Hast du ein bisschen geschmolzenes Eisen, um genau zu sein? Drei Stück. Drei Stück gerade so rumflacken, kriegst du auch gleich wieder. Ich gehe gerade nach oben und lass es schmelzen, also... Jo. Kannst dann gerne was haben von, jo. Genau, ich muss mir nämlich eine Axt schnell machen. Ich habe mir gerade eine Spitzhacke gemacht, statt eine Axt. Ich nehme einfach drei aus der Truhe. Du hast eh drei Stück in der Truhe. Achso, okay, dann. Jo. Kannst du gleich schon wieder düsen? Ich habe mir nämlich gerade... Hey. Ich leck. So, ja, was? Ich habe mir nämlich gerade eine Axt statt einer Spitzhacke... eine Spitzhacke statt eine Axt gemacht und denke so, hä? Warum das denn? Und ich hatte nur drei Eisen dabei. Das war ungünstig. Oh. Es ist aber gerade Nacht, das finde ich kacke. What the fuck? Wie viel Schaden die scheiß Viecher einfach machen.
Oh ja, dachte ich mir auch so. Nur weil wir auf doofen Hard spielen müssen. Von irgendwann ist die Kacke Idee. Wie lange ein... Was? Hm? Arbeit ist, atmest du so tief ein? Er hat geschrieben. Er hat geschrieben. Oh Mann, du hast deine Aussage gebrochen. Welche Aussage? Ich erinnere mich nicht. Er wollte nicht mehr schreiben. Ich weiß schon nicht mehr genau, was der böse Grund dafür ist. Simon ist der böse Grund. Ja. Es tut mir echt nicht leid, aber... Es tut mir echt leid. Sollte es auch. Kann ich denn jetzt machen? Hm. Nein! Nicht wieder fallen! Wie lange nehmen wir auf? Ja. Hat da wer den Gruppenchat nicht gelesen? Genau. Ja, ich dachte mal so. Ich habe geschrieben, solange wir Lust haben, ne? Also ja, ich habe eigentlich noch schon Lust noch, aber ich würde sagen noch vielleicht. Wie lange wir jetzt schon, wie lange nehmen wir denn jetzt schon auf, ist die Gegenfrage dazu. Wie wir wissen müssen, weil dann können wir uns so etwa auf eine gerade Zahl einigen. Ja. Ich weiß nicht genau, wann wir angefangen haben. Ich leider auch nicht. Das ist jetzt die Frage, ja. Das ist wirklich mal, die Frage. Wenn ich mich noch 3 Stunden oder so durchgehend aufnehmen, ist das jetzt... Ja, also ich würde sagen, wir können so lange reden. Pirmchen redet ja eh nicht, die faule Sau. Und ey, wir schaffen das schon. 3 Stunden also noch. Ist das okay, Pirmin? Ich denke mal, ja. Ja, wenn jetzt in den nächsten 10 Sekunden nichts zurückkommt, dann wird es schon okay sein. Sprachlich versteht sich. Ja. Schriftlich kann es ja jeder schreiben, ja. Schriftlich kann es ja jeder schreiben. Jeder, der schreiben kann. Aber ich fand's eh krass, wie wenig Analphabeten es jetzt gibt zurzeit so. So, wenn man überlegt, im Gegensatz zu vor ein paar Jahren war das noch nicht gewöhnlich, dass jeder Mensch schreiben kann, nur. Oder jeder Mensch. Also so viele Leute wie jetzt schreiben können, ist eigentlich ziemlich cool. Von dem her gesehen. Da hat unsere Schulbildung echt einen Fortschritt. Was heißt schreiben können? Wirklich fehlerfrei oder allgemein? Einfach nur schreiben können. Ich sage selber, ich kann selber, ich schreibe selber einfach so viele Fehler überall rein. Aber das macht mir recht wenig. Ich kann wenigstens die Grundform schreiben. Das ist doch wichtig. Das ist doch gut. Also, ich bin jetzt nicht das Deutsch-Genie. Obwohl ich mich richtig gefreut habe, wir haben eine Deutschprobe rausgekriegt, ne? Und so, also, es gibt 1 und 2er, 3 Dreier und der Rest ist 4er. Und ich dachte mir so, oh Gott. Jetzt, Simon, hast es verkackt. Und dann hatte ich einen 3er. Und ich glaube, so habe ich mich noch nie gefreut über eine Deutschprobe und alle haben verkackt und ich nicht so schlimm. Das war so ein eine geile Sache. Obwohl 3er jetzt keine wirklich super gute Note ist. Aber